Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Let's Play Outlast. Ganz genau. Im letzten Part waren wir hier angekommen. Im Feuer. Ja. Gucken wir doch mal, was hier los ist. Bitte die Kamera. Danke. Was macht der denn hier? Oh. Okay. Ah, okay. Dankeschön. I had to burn it. All of it. Murkoff took so much from us. Used us. Turned us into these things because nobody cares about a few forgotten lunatics. So let it burn. Was? Burn the whole goddamn thing down. Nein! Get out. What will have you get out of your kitchen? Schalte die Sprinkleranlage ein. Den Weg durch die Küche. Ach so. Ich verstehe, wir wollen dahin. Lustig. Typ, da ist Feuer, das weißt du. Oder? Weiß er das? Nein. ja. Notizen. Lass es brennen. Ich bin nicht das einzige Opfer hier. Bei weitem nicht. Ich habe einen Mann gesehen, der verbrannt ist und schmerzhaft und den schmerzhaften Tod gewählt hat, um nicht an diesem Ort bleiben zu müssen. Ja. Okay. Ja. Nun gehe ich hier wieder weg. Hier. Wollen wir das eigentlich nicht mal verbinden, da unsere Hand? Nein? Ich weiß ja nicht. Ich weiß ja noch nicht mal, woher ich gekommen bin. Warte mal. Bin ich. Ach so. Cool, da kann ich nicht mehr lang. Und, aha. Nicht lang. Feuer, Feuer, ach hier. Ja, okay. Ja. Aua. Feuer kann mir also wehtun. Haben wir das auch kapiert? Wow, ist das schlau. Aua. Das brauche ich nicht. Ich muss hier lang. War das geplant, dass ich so hier hinkomme? Glaube nicht. Gut Spiel. Bitte regenerieren. Ich glaube nicht, dass da was ist. Was war das? Hallo? Hallo? Ernsthaft. Ein Schlitz. Das ist ja wie ein Gang durch eine Pore. Was? Oh mein Gott. Nein, das war schön. Ein Wand. Was habe ich da gehört? Warte mal, wo geht's denn lang? Spiel? Spiel? Wo geht's hier bitte lang? Oh. Du wirst lebendig, stimmt's? Nein. Man muss immer von dem Schlimmsten ausgehen. Merkblatt zur psychopathologischen. Nö. What? Geil.
Wenn Sie Dinge sehen, geben Sie Bescheid. Eine psychopathologische akute Belastungsreaktion ist keine Schande. Sprechen Sie mit Ihrem Vorgesetzten, um Hilfe von einem Murkoff-Erfolgsberater zu erhalten. Ein Murkoff-Erfolgsberater. Was denn das bitte für ein Erfolg? Hä? Okay. Okay. Das sieht spannend aus. Und da muss ich nicht lang. Das heißt, dieses Dokument war komplett Bonus. Und das hier ist unser toller Weg. Der Weihnachtsmann. Was ist das? Okay. Ich bräuchte mal wieder Batterien. Hier ist ein Schalter. Hier ist kein Schalter. Hier ist ein Schrank zum Verstecken. Und hier ist ein Schalter. Was? Es ist kein Wasser im System. Oh, oh. Ja gut. Dann Baum. Ich hab so ein blödes Gefühl. Hallo. Du bist hässlich. Ich geh. Ich geh. Ich geh. Ich geh. Warte, ich geh. Ich geh. Ich geh. Warte mal, das Problem ist, es gibt nur einen Schrank. Ich guck nicht hin. Ich muss hingucken. Ich guck doch nicht hin. Hast du eine Batterie für mich? Nö! Geh weg! Nee. Das könnt ihr mir nicht antun, dass die hier reinkommen. Wo ist er jetzt durchgebrochen? Nee.
Nö! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ah, lauf doch! Und du? Lauf ich einmal im Kreis, dann lauf ich wieder raus. Jetzt hat er mich schon wieder. Kommst du nicht durch? Geh weg. So, ich habe keine Ahnung, wo wir sind. Ich schmeiß einfach mal die Tür zu. Ich habe auch keine Ahnung, wie wir hierher gekommen sind, falls ihr das jetzt wissen wollt. Sorry. Was? Hush, boy. You'll have your turn. Nein. Ich will nicht. Was macht er da? Er ist ekelhaft. Musik, hör auf, Fetti ist weg. Liegt hier nicht irgendwo mal eine Batterie? Hast du eine Batterie? Oh. Ich verstehe schon, ein Entspannungsbad. Ich verstehe. Es ist nicht das, was ich denke, oder? Fetti kann hier nicht hin. Das war also das erste Ventil. Jetzt stellt sich mir doch gleich wieder die Frage, wo ist das andere? We have to wash every little part. Who's a clean baby? Who's a clean baby? Oh, you are. Gehen Sie weg. Wer auch immer Sie sind. Was ist das? So. Das Ding würde Fetti nicht ausreiten, glaube ich. Oh, schön. So. Geh mal wieder mit ihm spielen, ja? Tschüss. Also echt. Wie gesagt, das Problem ist, ich habe keinen Plan, wo wir hin müssen. Das ist so das Problem jetzt. Wir haben das halt wirklich nur durch Zufall jetzt gefunden. Nö. Ich gehe wieder zurück. Nö. Der ist doch hier, oder? Willst du mich verheiratet? Geh weg. Als ob. Als ob. Als ob. Als ob. Du bist dumm. Als ob. Lauf doch. Es ist vorbei.
Battery. Sieht auf mich wahnsinnig machen zu wollen. Gebock. Oh ne. Wo bin ich? Wenn der jetzt hier reinkommt, sind wir geliefert wie eine Lieferpizza. Nee, gibt's nicht. Nur ein Schrank zum Verstecken, ernsthaft? Geh in den Schrank. Gott. Woher weißt du eigentlich immer, wo ich bin? Wenn ich irgendwas mache. Das ergibt doch gar keinen Sinn. Oder? Naja, er geht dem Geräusch nach. Okay. Wenn ich die ganze Zeit in diesem Schrank bleibe. Wie wäre das? Einfach als Schrank hier rumlaufen. Dann sieht er mich gar nicht. Das ist die Idee! Ist doch hier irgendwo. Aber er hat noch gar nicht die Tür eingetreten. Ich dachte, dass er hier feuchtfröhlich reinkommt. So, wir haben zwei Ventile aufgedreht. Jetzt müssen wir eigentlich nur noch bam, dusch und wieder den Schalter drücken, oder? Eigentlich schon. Okay, wir wechseln. Lass es die Party beginnen. Eine sichere Tür. Ui. Er hat die Tür eingebrochen. Finde draußen Vater Martin. Ich habe einen Erfolg. Mal gut, dass ich hier drin bin.
Genau davor hatte ich immer Angst. Gott. Scheiße. Oh Gott. Geh weg. Geh weg. Weg. Ich will nicht mehr. Ich will nicht mehr. Musik, hör auf. Du machst mich verrückt. Hilfe. 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 Geh doch da. Geh doch. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ah! Ah! Oh, geh weg. Oh, oh Gott. Oh Gott. Ernsthaft? Der die ganze Zeit? Nee. Nee. Ich glaube, jetzt brauche ich erstmal einen Kaffee. Ja, ich würde sagen, wir sehen uns dann im nächsten Part wieder. Schaltet mir einen Daumen hoch, wenn es gefallen hat, und meinen in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal. Bis dahin, ciao.